Adventure Time mit Unsinn im Sinn. Zieht uns zu fremden Ländern hin. Kommt mit, wenn Hund und Mensch verreisen. Viel Spaß mit Jack und Finn bei Adventure Time. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Adventure Time. Adventures mit Jake und Finn. Und zwar sind wir hier an der Party wieder. Ich habe das Spiel neu geladen natürlich. Wir sind jetzt ein paar Minuten zurückgefallen, aber das soll uns nicht groß stören. Wir haben den Hund, ihr seht's. Der Hund ist zurückgegeben worden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie weit wir hier mit der Torte sind. Die Torte ist hier. Ja, jetzt wäre doch etwas Glasur. So, die Glasur fällt also noch und die suchen wir uns jetzt. Ich frage mich gerade, ob wir einfach die Glasur von dem kleinen Kind hier nehmen können. Ein bisschen abstreichen können. Okay, können wir nicht. Jo. Was können wir denn von dem machen mit dem? Möchte nicht gedrückt werden. Ich kann ihn irgendwie benutzen. Ich kann den benutzen. Kann ich ihn in Stücke schneiden? Oh. Also er hat das Frosting bei sich, die Glasur. Okay, nicht abschneiden. Rauskitzeln. Wow. Ne, echt jetzt? Okay. Ja, wieso auch nicht? Haben wir die Feder auch gebraucht. Schön. So, dann kommt das Zahnehäubchen da drauf. So. Noch nicht fertig? Was fehlt denn noch? Ein bisschen Bling Bling. Da hat man natürlich hier den Edelstein. Ah, wer möchte den Edelstein nicht essen? Yes! That's way better than that nasty thing LSP made. Thanks, Finn and Jake. Glad to help. Immer wieder gerne. All right, Jake. That's that. We fixed all of LSP's noble deed screw-ups. Time to let Pillamette Butler know what a bad job she did. Yeah. No way he'll put her in charge of the Ice Kingdom after he hears what a mess she made of everything. Pillamette Butler, Jake and me are finally back. And man, oh man, are you gonna want to hear about this. What the? By the power vested in me, by the Candy Kingdom and the King of Ooh, I pronounce you Princess of the Ice Kingdom. Oh my god, oh my god, oh my god! But how? We have evidence. LSP didn't complete her noble deeds. Really? Well, my records show that all three of Lumpy Space... Excuse me. Ice Kingdom Princess's noble deeds were completed impeccably. What? No! She totally docked them up! Me and Jake were the ones who completed the deeds and helped our friends! Well, I'm afraid I can't corroborate your story, young man. And at any rate, it's much too late. Ha! In your face, Finn and Jake! Yes. Well, if you will come with me, Your Highness, there is a reception with light refreshments in the courtyard. No lumpin' way! I got my own kingdom now, pillow guy! I'm gonna rule it! Lumpy Ice Princess out! Aw, man! I guess we're gonna have Ice King as a permanent roomie. No way, man. This isn't over. Let's give her a day or two and then head up to the Ice Kingdom and look around. All right, but I'm taking the sofa tonight. Ice King snores. So, also dann. Ich hab's doch gesagt, dass unsere Taten sicher ihr angerechnet werden. There's LSP. I have got to know how she managed to mess everything up so fast. Finn, Jake, oh my glob, I'm so glad you're here. Glad we're here? The last thing you said to us was in your face, Finn and Jake. Whatever. Are we gonna talk about your hurt feelings all day, or are you gonna listen to my problems? All right, what's wrong, LSP? Why is this place such a mess? It's these lumpin' penguins. They're such little drama queens. You know how much I hate that. And they stole my phone, broke a vase, and stole my special key. I need that stuff to rule my kingdom. Mhm, alles klar. Sie haben dein Telefon genommen. What's up with that? Okay, so it was Ginthy who stole my phone. She's probably using it to gossip to Gunthy about Gaunter. Gaunter is gonna propose to Gunthalina, even though Gundy is, like, totally in love with Gaunter. Huh?
Aren't you listening, Ben? I need my phone back. How am I supposed to brag to Melissa about how I totally have my own kingdom without my phone? Find your phone. Got it. Alles klar. Handy finden. Ganz einfach. Nix mit Beziehungsproblemen. Einfach nur Handy finden. Warum ist die Vase kaputt? Oder beziehungsweise, warum ist die kaputte Vase so wichtig? A broken vase? That doesn't seem very important. That's because you don't understand love, Fen. I set up this totally romantic dinner so that Gunter could pop the question to Gundalina. But stupid Gunter smashed the vase that the roses were in and the whole thing is totally ruined. Yeah, but how is that... I need a new vase for the roses. Find me a new Lumpen vase for the roses! All right, jeez. Weil ohne Rosen kann die gute Beulenprinzessin hier die das Eiskönigreich nicht beherrschen. Das geht einfach nicht. Da müssen Rosen hin. Ganz einfach. Und für diese Rosen braucht es diese Vase. Diese eine Vase. Es braucht's einfach. So, erzähl uns vom gestohlenen Schlüssel. Da ist sicher auch wieder ein Beziehungsdrama dahinter. So, what about the stolen key? Do I have to explain everything? I ate all 20 pizzas we ordered for breakfast this morning, which is totally my right as princess. But Gunter is like all mad and stuff because he didn't get any, and he took this really important special key from me. Now he won't give it back until he gets some pizza. Another pizza quest. We've got some experience in that department. Yeah, I think we can get your key back. So, if we find all this stuff, can we talk about how much you messed up and how Ice King should be put back in charge of the Ice Kingdom? Yeah, whatever. Why are you still here? Get my lump and stuff! Alles klärchen, Barbärchen. Machen wir doch. Zuerst schauen wir uns ein bisschen um hier. Heavy-looking dumbbells. Boah, extrem. Whoa, dude, nice lift. That thing must be twice as heavy as you. Der ist auch bestimmt 20.000 Kilo schwer. Na gut, dann nehmen wir das mit, oder? Statt Pizza gibt es ein bisschen Sprühe ins Gesicht. In your face, wie das die Bollenprinzessin so schön gesagt hat. Oh! Oh, oh, ist das geil. Oh, ich feiere das gerade richtig, das Bild. Oh, ist das cool. So gut, die zwei Pinguine hier schön am Dinner. Mann, oh Mann, sehr schön. So, diese Pinguine. This castle has a lot of design features, dude. They threw in everything but the... Oh, there it is. Ich liebe diese Pinguine. Water. Ja, Wasser, sehr schön. Haben wir auch schon gehabt in der Küche. Bei Prinzessin Bubblegum. Hat auch nichts gebracht. Maybe a bottle would do. I bet there's a bottle in that recycling bin up there that we could use. Okay. Looks like that does something to that recycling bin up there. Yeah, that must open the recycling bin or something. Dann drücken wir hier mal. Yeah. Da kommt was raus. Gunter? Und Gunter macht's kaputt. Und ich glaube, wir können jetzt so eine Folge füllen, ne? Man, we're never gonna get a bottle with Gunter smashing all of them. Nochmal. Yeah, what? Gunter? Dang it! Ah, dieser verdammte Gunter. So, spray ihn weg. Komm, weg mit dir. No more smashing bottles. Quack, 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 quack. Nice work, Finn. That showed him. Ah, tut mir leid, es ist so geil einfach nur. Ich liebe LSP's es. LSP's Princess Scepter. She carved for my prince into it. LSP is weird. Ja, aber die nehmen wir auf. Für den Eiskönig natürlich. So, jetzt aber. Flasche raus und die nehmen wir jetzt auch mit. So. Mhm. So, da drüben aber nichts mehr. Die Flasche ist jetzt quasi die Vase, ne? So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das muss Gunter und Gundalina sein. Besser finden sie eine Vase, ich glaube. Here's a vase, I guess. Enjoy! Oh my god! Now everything's perfect! Gunterlina, check out this awesome diamond ring! Gunter has something he wants to ask you! Oh, he's too shy. I'll ask for him. Gunter wants to know if you'll take his flipper
in marriage! Quack. What? Gwendolina says she only wants to be friends. I can't believe she dropped the F-bomb. If I was you, I would be totally embarrassed. Wow. What just happened? Dude, I don't even know. Ich glaube, das wissen die Pinguine auch nicht. Die armen Dinger. Dann nehmen wir den Ring mit, ne? You guys don't mind if I borrow this, do you? Thanks. Den nehmen wir mit. Diamantring kann man immer irgendwie gebrauchen, nehme ich mal an. Diese Pinguine, meine Fresse. Ich liebe sie einfach. Ne, echt, ich kann das nicht genug betonen. Die sind so geil. So flauschig. So, was haben wir denn da hinten noch? Da gibt's gar nichts. Ups, macht er sich groß hier. Okay, wir haben die Vase, das haben wir gemacht. So, was müssen wir denn noch? Wir müssen das Handy suchen. Und, was war das dritte? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Aga, hey, wir schauen da erstmal durch. Nee, können wir nicht. Wahrscheinlich nicht. So, was können wir denn hier noch? Hier können wir auch was machen. Ein Stück Pizza. Dann nehmen wir uns doch das Stück Pizza mit. Ew, mushy. Hope that penguin who stole LSP's key isn't too particular about pizza freshness. Okay, ich muss nochmal zurückgehen in die Küche. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, wer dann das Stück Pizza hier braucht, beziehungsweise welcher Pinguin die Schlüssel gestohlen hat. Ah, da gibt es ja auch noch. Das ist gar nicht die Küche hier. Ich bin viel zu weit gelaufen. Oh, was war das? Da kann man durch. Okay, geht nicht. Dann nehme ich Pizza ganz sicher nicht. Ich versuche jetzt einfach mal. Ich mache jetzt da weiter. Bevor ich in die Küche gehe, mache ich jetzt hier weiter. Der Ring, nee. Der Stab. Nee, der Stab auch nicht. Das hier? Nee. That's stronger than the last barrier. My sword won't cut through it. Na, was ist denn das für ein Schwert? Da kannst du auch nicht. Let's see if this barrier can stand up to a diamond. Aha. Und ich wollte noch sagen, das ist sicher nicht der Ring. So, bevor wir da reingehen, noch ganz kurz hier beim Bett schauen. Man, when's the last time Ice King changed his sheets? Hässlich ist es, hässlich. Oh, was haben wir denn hier? Ice King's old undies. Looks like the elastic still has some stretch in it. Don't do that. You don't want your sword smelling like Ice King's stank booty? Müssen wir doch irgendwie mitnehmen, oder? And I don't think I want to. Don't do that. Nein, nicht so. Like Ice King's stank booty? Nein, das will keiner. So, mit der Pizza, nee, mit dem Stock. Nein. Ich dachte, man kann es runterholen mit dem Stock. Nein. Jetzt du. Handschuhe. Er braucht Handschuhe. Handschuhe haben wir momentan noch nicht. Werden wir aber organisieren. Wir werden Handschuhe organisieren für den Jack. Jake braucht Handschuhe. Hier ist die Ninja-Höhle. Die kennen wir ja auch bereits aus der Serie. Das heißt, Serie. Jetzt weiß ich auch, warum. Aha. Ich betone das nicht falsch, dann sagt man wirklich so. Serie. Aber das heißt natürlich Serie bei euch in Deutschland. Alles klar. Jetzt wird mir einiges klar. Hey, so. A scroll with a spell on it. Force of Blizzard. Nice. Nehmen wir mit. I'm sure a Force of Blizzard scroll will come in handy. Eine Schriftrolle des Schneesturms. Wow. Bringt sicherlich was. Mhm. Bisschen was für die Natur machen. Haben wir da Handschuhe? Dann nehmen wir die mit. Natürlich. Handschuhe sind handlich. Es gibt hier Schriftrollen um Schriftrollen. Dann lernen wir noch neue Attacken oder so. Wahrscheinlich nicht. Hey, Pinguin. Hey, Gunder. How about you save us some trouble and toss us the key? Whack! It's no use, man. We're gonna have to trade some pizza for the key, like LSP said. Wank. Wanky wank. So, wie wär's mit der Pizza hier? Komm, Stück Pizza. I can't throw the pizza up there. Kann er nicht. Okay, können wir das verbinden mit Jake?
Nein. Shake und Pizza. Verbinden. Funktioniert nicht. Okay, dann Stab mit Pizza. Geht auch nicht. Ich frag mich, was diese Rollen hier sollen. Geht nicht. Ich kann noch versuchen, jetzt hier mal die Handschuhe mit... Voilà. Ah, vielleicht müssen wir erstmal das Gummiband holen von den Unterhosen. Dann können wir das raufspicken. Spicken. Ich will aber Eisninja sein. So, gehen wir rauf und holen mit Jake hier die Unterhosen runter. Jetzt, Jake, bist du an der Reihe mit deinen Handschuhen. Los. Swoops. Ja, das ist doof. Können wir das jetzt kombinieren? Hier. Die abgelegte Unterhose vom Eiskönig. Eklig, aber dehnbar. Dehnbar. Mit Pizza? Funktioniert nicht. Okay. Mächtiger Wind heraufbeschwören. Das bitte. Zauber deinen Eiswurfsternhagel heraufbeschwören, dass ich durch fast alles schneiden kann. Ja, alles schön. Kann ich erstmal das Schwert hier mit der Unterhose verbinden? Nein. Das dürfte jetzt noch interessant werden. Kann ich das mit der Pizza verbinden? Geht auch nicht. Okay, das dürfte noch spannend werden, wie wir das hier verbinden können. Ich glaube, bevor wir das machen, schaue ich mich hier nochmal ganz kurz um. Haben wir hier noch was vergessen? Gibt es was Neues? Nur das Wasser. Ja, Wasser verbrauchen. Das ist so ein Hobby von mir. So, da gibt es nichts. Die Zeit ist eigentlich auch schon durch. Bevor wir hier fertig machen für heute, will ich mir noch ganz kurz da, wie gesagt, alles ganz kurz anschauen. Da ist nix. Nüt. Oh, da geht's noch rauf. Okay. Wisst ihr was, Freunde? Da machen wir das nächste Mal weiter. Da gibt's noch einiges zu tun. Da unten kann man auch noch Sachen machen. Seltsame Sachen machen. Ich weiß noch nicht, was man da machen kann, aber irgendwas gibt es sicher zu machen. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.